Ich grüße dich, du wundervolle Seele. Es bereitet mir ganz besondere Freude, erneut in deiner Gegenwart einen Augenblick verweilen zu dürfen und eines Menschen das Gehende zu verabschieden, etwas bewusst zu Ende zu führen, es zu würdigen und zu ehren. Ich grüße dich, du wundervolle Seele. Es bereitet mir ganz besondere Freude, erneut in deiner Gegenwart einen Augenblick verweilen zu dürfen und mich mit dir zu verbinden. Ich bin Maria Magdalena und gekommen, um mit dir in die siebte der heiligen Nächte einzutauchen. Ein besonders kraftvoller Tag und eine besonders kraftvolle Nacht. Wenn Zyklen zu einem Ende kommen, ist es wichtig, sie zu ehren und zu würdigen. Es ist gut, sich bewusst auf Neues einzulassen. Doch es beinhaltet eine genauso große Wichtigkeit im Leben, im bewussten Leben eines Menschen, das Gehende zu verabschieden, etwas bewusst zu Ende zu führen, es zu würdigen und zu ehren. Deshalb bitte ich dich, atme bewusst und tief. Ehre und Würde. Mit deinem nächsten bewussten tiefen Atemzug bitte ich dich, rufe Erzengel Michael an deine Seite. Lass ihn durch seine heilende und klärende Kraft dein ganzes Wesen durchfluten. Lass ihn dich reinigen und dich segnen. Begleite diesen Vorgang mit bewusstem Atmen. Lass einfach zu, was jetzt mit dir geschieht.
Alles, was mit dir geschieht, geliebte Seele, geschieht so auch mit allem, was dich umgibt. So wie du nun von der heiligen Kraft der Engel und Erzengel gereinigt wirst, so reinigt sich jetzt auch der Raum, in dem du dich befindest. So auch dein ganzes Zuhause und der Ort, an dem du deine Arbeit tust. Diese kraftvolle Reinigung weitet sich aus und dehnt sich aus auf all die Menschen, auf all die Tiere und auf all die Pflanzen, die du tagtäglich in deinem Umfeld hast. Ob du sie bewusst wahrnimmst oder auch nicht. Sie alle empfangen den Segen der Reinigung und der Heilung jetzt. Besonders die Wesen aus der Natur, Tiere und Pflanzen und all die sogenannten Naturgeister. Sie fühlen sich meist magisch angezogen von solch einem heiligen Akt und begleiten diesen gern. Denn sie wissen, wenn sie teilhaben und mitwirken, dass der Segen auf sie übergeht und alles, was ihnen lieb ist. So darfst du nun wissen, dass du umgeben bist von liebevollen Helfern aus der Natur. Sie sehen in dir ihresgleichen. Sie achten und respektieren dich. Und verweile mit ihnen und lasse Heilung und Reinigung einfach geschehen. Atme und sei. Die heiligen Wesen, die kraftvollen Begleiter aus der Natur. Sie würdigen dich, indem sie dir jetzt auf ihre ganz eigene Weise kleine und große Gaben bringen. Sie legen ihre Gaben in deinen heiligen geistigen Raum und über das kommende Jahr hinweg wirst du diese entdecken. Und sie werden dir von großem Nutzen und von großer Hilfe sein. So bitte ich dich, nimm eine dankbare Haltung ein und atme. Denn mit jedem Atemzug, den du tust, geliebte Seele, atmet die Welt mit dir. Thank you.
Führe einen weiteren bewussten und tiefen Atemzug, der dein ganzes physisches System belebt. Nimm dich ganz wahr in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Du bist reich beschenkt. Würdig und bereit, das Alte loszulassen und einen Augenblick in diesem Übergang einfach zu sein. Atme tief und beginne deinen Körper langsam zu bewegen. Lasse zu, dass er Raum gewinnt, dass er über Bewegung Stück für Stück seine lebende Präsenz erfahren kann. Und bitte, würdige heute im Verlauf der Zeit.